Unglaublich. August, hat dein Volk das gebaut? Wie? Wen kümmert's? Unser Weg führt da durch. Wir müssen weiter. Ja, und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Mit dabei ist der Olaf, immer noch und wieder. Hi, hi, hi. Ich bin gerade auf Stufe 27 geworden. Ist das schön? Ja, kann mir auch nichts von kaufen. Die Weltstufe muss steigen, da kann ich ein bisschen bessere Rüstung anlegen. Noch ist also auf 33. Wir haben die Mission, begib dich tiefer in die Schlucht. Ja, machen wir. Bleibt hier. Ich versuche, einen sicheren Weg durch die Schluchten zu finden. Sag Bescheid, falls du den Riesenobelisken erreichen kannst. Olaf darf natürlich mitkommen, dann muss ich hier auch bleiben. August wird davon angezogen. Ich spüre eine große Unruhe. August will dir folgen. Halt August zurück, bis ich durch bin, Tiago. Das ist nicht sicher. So, wir wissen ja, da kommt ein... Hallo, meine Freunde. Abschlag. Ja. Weil wenn wir die Stempel hier unten machen, drücken, der links gleich rumgeht, weißt du? Wie das komische Grabdings da. Drück mal. Ja, ja, komm. Was der wohl macht? Und? Ja, das war's schon. Meinst du? Nur einmal drücken, wir brauchen ja alle drei Stempel. Ja, ja. Damit wir in das geheime Grab kommen. Bis Munition aufsammeln. Anscheinend sind wir hier nicht die ersten Menschen. Ich sehe so einige Leichen. Die Leute, deren Fahrzeuge wir gesehen haben, mitten in der Wüste? Möglich. Mal kurz halt umstellen, bin gleich wieder da. Von Monroy aus diesem Sand. Die Typen hatten offenbar auch nicht mehr Glück. Gerade ein bisschen getestet. Wissen, aber wer sie waren und was sie hier wollten. Halte nach Hinweisen Ausschau. Mal gucken, so. Weiter geht's. Ja, so ist es angenehmer. So. Hier kommen noch keine Gegner. Nö. Eisen bitte.
denn hier hoch? Wozu ist der gut? Da ist der Stempel. Ja, kannst du schon drücken, wenn du möchtest. Ja, zum Stempeln. Ja, zum Stempeln ist er gut. So. Ich kann nicht. Kannst nicht? Nein, ich kann nicht. Ah, ich dachte. Ich hab ein bisschen Arbeit gespart, weißt du? Ja, ja, ich bin halt der Auserwählte, ne? Ja, ja, klar. Komm. Ich kann nicht. Wir können weiter. Weiß gar nicht. Kann man hier irgendwie noch links runter? Nee, kann man nicht. Habe ich alles schon probiert. Als ich die verloren hatte. Ach so. Damals. Aber hier ist noch eine Kiste, die will ich noch haben. Na gut. Das Eisen, ja. So, würde ich auch haben. Ich will alles haben. Meins. Ja. Moin. So. Jetzt kommen wir weiter. Jetzt kommen wir langsam zu unseren Lieblingsbeschäftigung: Schießen. So, erstmal Fahne stecken. Aufmunitionieren. Aber hallo. So. Das brauchen wir schon. Aktiviert. Und weil er jetzt, dann kommen ja gleich die bösen Buben und die zwei, drei Dicken, die ja auch noch kommen, ne? Ja. Ach nee, wir können hier noch Kiste holen. Moment, erste Kiste und Hol Eisen. Eine Kiste, ja. Und Eisen gibt es ja auch noch. Ach ja. Wenn wir schon mal hier sind, ne, dann müssen wir auch gleich mal, ne? Ja. Genau. Eisen voraus, so hier. Ja, alles was glitzert, muss ja einsammeln, weiß Frau halt, ne? Naja. Glitzert ist alles meins, ja. So. Olaf, er spart sich da diesmal hierher zu laufen. Jo. Muss ja, er nicht. Nö, muss er nicht. Reit ja, wenn einer einsammelt. Hast du ja schnell sammelt hat. Zum Glück. Ja. So. So. Ich bin flink wie Wiesel. Bist du wieder da? So. So, dann kommen wir da mal rein. Hallo, meine Jungs. Hallo. Ja, ganz unruhig, meine Jungs. Ah. Steht oder gerade unten hier. Jetzt kommen die Dicken. Für den Nahkampf ist es noch viel zu weit weg, die Jungs. Gib dir mal ein bisschen Leben, ne?
Rebellstufe 11. Jetzt geht's rund, mein Freund. Aber marschierst deswegen nicht rein, ne? Kann ich laufend Leben geben. Siehst? Oh. Ja, ja, ich hab gedacht, geh nicht so weit rein. Weil ich hab das ja auch nicht immer und ewig zur Verfügung. Das Ding hat ja auch einen Cooldown, weißt du? Irgendwo kriegt ja noch einer umher hier. Nein, nein, nein. Ja. Drei. Gut. Ja, Jetzele. Jetzt haben wir es. Jetzele. War doch gar nicht so schwer. Jetzt sind wir auf 11. Ist das schön. So, kannst du hier warten, wo ich stehe? Warum soll ich da warten? Ja, geh mal ein bisschen dichter ran. Ach, das war mein Ding. Ja. Ökologische Notizen von Dr. Indira. Er mag's halt nicht. Nee, ich mag es nicht. Was hat sie herausgefunden? Mach ja Schahnbach, aber. Sie nannten sie Pecks. Die Beschreibung passt zu Orest. Ach, muss ich Weltschule noch umstellen, warte. Belohnung abholen? Ja, das passt zu Orest. Unglaublich. So. Und. Gehen auf Stufe 11. So. Stimmt, hat ja ausgehabt, die automatische Hochleveln. So. Ditte war's. Dann kommt denn ja noch die große Brutmutter wieder, wa? Die beiden. Die große Brutmutter wieder. Wenn du alleine bist, dann hast du nur eins. Ob du auf 10 oder auf 11 spielst, weißt du, komischerweise. Naja, die sagen sie auch, die sind zu zweit, dann können ruhig noch für jeden ein Ding herkommen, weißt du? Ja. So. Ich habe Seiten gefunden, die von Monroy verfasst wurden, ihrem Anführer. Er hat die Gruppe in diese Schlucht geführt, weil er hier die Basis der Bestien ausheben wollte. Vielleicht sollten sie Augusts Leuten helfen. Tiago, weiß August denn irgendwas über diesen Monroy? Fehlt nur ein Buchstabe. Ein Ding fehlt. Ja. Hier hatte ich letztes Mal, wo ich mit den anderen Kleinen, mit den Lorenz hier gespielt hatte, um meine Weltschuhe hochzuspielen, da konnte ich hier an der Stelle Titan abbauen. Mal gucken. Ja, gab's 5 Titan. Jetzt gibt's bloß Eisen. Naja, egal. Die sagen sie auch, die brauchen kein Titan. Naja, gut, dann nicht. So. Ganz gemütlich, bevor es zum großen Showdown kommt. Fahne stecken. Erstmal Fahne stecken, Munition aufsammeln, dann Gott. Yes. So. Gut. Gut. Na denn. Guti. Juhu. Hallo meine Freunde. Kommt, kommt, kommt.
Moin, moin. Da hinten kommt der große Knall, der einen ansteckt. Mit seinem Blitzen. Aber nicht mit uns, meine Freunde. Der Vernichter. Und schon ist er vernichtet, der Vernichter. Der ist schon so einer, genau. Ja, Ende der Stange vom Vernichter. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Oh, mein Geschütz steht immer noch, das ist gut. Hält schön lange. Das war mir noch nicht zu Ende hier. Nee, irgendwas ist noch. Ja, da sind noch so viele auf dem Radar. Ja, klar, die wollen Stück, nicht. Stückchen weiter oben dann, ja. Die wollen nicht mit uns spielen. Hey, ich stehe hier falsch. So, Schütz habe ich mal wieder rausgeschmissen. Das ist gut. Muss ich schon wieder nachladen. Die schneller 100 Schuss rausgehen, weggehen, meine her. Nein, nein. Bitte war's. Aber jetzt. So, gut. Das war's, ja. Der Weg zum Obelisken ist frei. August und ich sind direkt hinter dir, Outrider. Ja, sollte ich im Lager auf ein Signal warten? Tut mir leid, August ist mir entwischt. Ich. Aber Munition gibt's in der auch da unten. Gut. Dann drücken und... Oh. Drücke den Pfosten, bitte. Machen wir. Mann, ich hab einen Frosch im Hals. Wir erreichen den Obelisken. So. Dann, da, dann. August, was ist hier passiert? Feind im Anmarsch! Raus da, sofort! Shit! Versteckt euch! Da! Los! Jetzt gibt gleich Action pro Päckchen. Munition ist da, auffüllen. So, dann hoch zu dir. Genau, hoch zu dir. Ja. Hot Volley, Hot Volley. Auf geht's. Da-dan, 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 da-dan. So, wenn die Große kommt, dann muss man auch drauf ballern, ne?
bleib weg, die ist gleich weg. Jo, die ist weg. Gut. Die große, da ist ja noch eine, ne? Ist down, Gott. Hat hier auch was zu drücken. Das hört sich immer gefährlich an. Tick, 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 tick. Hinter dir. Oh, jetzt sind wir fertig. Jetzt. Gut. Das hört sich immer gefährlich an. Dong, 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 dong. Horace, komm hinter mich. Ihr Riesenkakerlaken! Ich bin hier! Deckung, schnell! Eiskalt erschossen. August. August. Was zur Hölle ist denn mit August? Augusts Volk wurde nicht von Wilden ausgelöscht. Sie wurden zu Wilden. Wieso sollten sie das tun? So. Und jetzt kommt nachher gleich der Spruch, komm, wenn du fertig bist, zum Lager zurück wegen Beerdigung, weißt du? Und die kommt ja nie, die Beerdigung. Outrider, wir begraben Augusts Leiche. Möchtest du auch dabei sein? Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich werde mir die Überreste des Lagers nochmal genauer ansehen. Ja. Da denkt man, man kommt näher zurück und dann kommt die Beerdigung, weißt du? Aber. Ja.
passiert ja aber nicht. Aber da war nichts. Nee. So, hier Aufnahme. Ich habe was Interessantes gefunden. Noch mehr von Monroys Notizen. So, kannst du dich daran erinnern, wie wir mit Stufe 5 hier gekämpft haben, wie die Tiere? Ja. Und gescheitert sind? Oh, 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 oh. Ja. Warum sie sich das angetan haben? Und jetzt marschieren wir hier mit 11 nur, durch, weißt du? Nur, dass er und seine Leute hier eine Zeit lang den Obelisken noch einen Schlüssel stand. Den letzten drücken. Wir warten dann im Lager auf dich. Komm, wenn du soweit bist. Vergessene Kapelle, die können wir ruhig machen, weil die... weil die Exo-Waffen, die taugen ja gar nicht wirklich was. Das sag ich doch die ganze Zeit. Ja. Green Division. Jo, das ist nur interessant für die Mods, die hier drin sind, ne? Ja. Weil mal gucken, ich glaube hier war... irgendwo war hier noch eine Kiste. Versteckt. Oder auf der anderen Seite... Ihr brodelt's nur so von Energie. Ja. Malaba. Malaba. Da ist immer die Dingskiste. Hier ist die Kiste. So. Ja. Darfst aufsammeln. Danke. Oh, da ist ja ganz schön viel drin gewesen. Naja, Schrott und... Ja, Schrott und Dings und Leder und Feuer, was drin. Ja, das krieg ich. Ich habe nur Schrott gekriegt und irgendwie ein Teil. So, komm, weiterlaufen. Wir wollen ja zum Grab, zum versteckten Grab da. Zum. Hast du deine Waffe aufgeladen? Ja. Meinst du jetzt aktiviert oder? Nein, aufgeladen. Patronen, ja. Nachgeladen, ja. Ja, Patronen habe ich. So. Wumm, wumm. Wumm. Ich meine, wenn die Zuschauer es möchten, dann können wir das Ganze auch mal von Anfang an auf Stufe 15 machen. So, ich drücke mal den Stempel. Die Runen auf dieser Tür. Kenne ich die nicht? So, jetzt geht's auf Zeit. Ist halt nichts weiter drin als diese Exokiste. So. Ein Scharfschützengewehr. Ja. Naja, gut. Wann braucht man das schon, ne? Eben. Zum Anfang war es noch interessant, wo man noch nicht so kräftig war, ne? Ja. Alter, auch dieser Schnellreisepunkt. Auf die Entfernung. Ja. Gehen wir auf der rechten Seite, linken Seite runter. Hochlaufen wäre lang, zu lang. Dann können wir auch gleich zum Lager laufen. So, ab zum Lager. Hui. Lager. Hier. So. Und schon sind wir da. Dann sagen wir mal an dieser Stelle danke fürs Einschalten, weil wir machen hier nur die Hauptmission, die Nebenmission, die machen wir gar nicht. Ja. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst ruhig ein Like da. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gucken wir gleich nochmal in Ruhe an. Kurz gucken hier bei den neuen Sachen. Die sind jetzt auf 35, spart man schon wieder ein bisschen Titan, ne? Wenn was passend dabei ist. Nochmal vergleichen. Phantomsprint, Rüstungsentzug. Feuerwaffen. Wo wollen wir nochmal? Ne, den haben wir nicht so. Überlege ich mir noch, was ich lösche. Machen wir wieder in Ruhe. Nach der Aufnahme.
Blau, 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 blau. Weg, 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 weg. Wobei. Irgendein LMG dabei, was mich interessieren könnte. 34er, ne. Dann hätte ich gern 35er, 34er. So. Doppelläufige. Das war ein Repetiergewehr, ist gar kein Scharfschützen. Ah, geil, ich dachte, ist es. Eisbrecher und Wetterexplosion, kritische Treffer und eine Kälteexplosion. Oh ja, die Mods gefallen mir. Guck, gut. Da haben wir eins vergessen. Ach, hier. Auf, weg, so. 34. Jo. Jo, dann hätten wir da erstmal alles aufgeräumt bisschen. Ja, ach, da ist noch Eisen. Ja, ja, komm gleich, komm gleich, komm gleich. Geht gleich los, geht gleich los. Beziehungsweise wir hören gleich auf, wir hören gleich auf. So. Ja, wie gesagt, dann danken wir fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und wenn ihr meint, ja, spielt doch mal das Ganze durch mit Stufe 15, machen wir ja auch gerne. Wenn ihr wollt, müsst ihr nur mal reinschreiben in den Kommentaren. Ansonsten sagen wir an dieser Stelle mal tschüss. Ciao, ciao.